what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see it shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see it. Die Fortuna ganz in weiß versuchte selbstbewusst ihr Ziel, einen Punkt im Südweststadion zu erreichen. Bilder aus der Anfangsphase, den ersten 10 Minuten. Die Partie nur mittelmäßig, aber mit Hasse Holmquist die erste Chance und gleich gefährlich von Seiten Fortuna Düsseldorf. Die Querlatte rettet für Uwe Zimmermann nach 6 Minuten. Und das war nicht nur ein erster Warnschuss für Trainer Schlappner und seine Truppe. Weitere Möglichkeiten folgten, die Waldhöfer kaum einmal mit Chancen. Waldhofs Abwehr häufig offen wie ein Scheunentor. Die zweite Möglichkeit für Thiele in diesem Fall. Auch das musste eigentlich ein Tor sein. Gespielt 9 Minuten. Düsseldorf gefälliger und gefährlicher als die ideenlosen Gastgeber. Mit der 10 Ralf Dusend und dann wieder Holmquist. Bester Mann bei Fortuna Düsseldorf heute Abend. Fach! Zimmermann. 12 Minuten gespielt, 3 Tormöglichkeiten für den Tabellenletzten, nicht eine für den SV Waldhof. Waldhof wurde erst nach 20 Minuten etwas stärker. Viele kleine Hakeleien auf beiden Seiten. Das Spiel kampfbetont, die Technik natürlich dabei im Hintergrund steht. Freistoß, Alfred Schön, Spielmacher, einer der besten beim SV Waldhof heute Abend. Und dann ein Schuss von Fritz Walter, von dem man über weite Strecken ebenso wenig sah wie von Thomas Rehmer, zumindest in der ersten Halbzeit. Bilder nach etwa 25 Minuten dieser Partie und dann musste Ralf Dusend mit einer Knöchelverletzung ausscheiden. Für ihn kam Dean Thomas in die Mannschaft. Sicherlich ein Handicap für den Tabellenletzten. 5. Eckstoß durch Heck für den SV Waldhof. Und Günther Sebert. Glänzende Parade von Jörg Schmatke, dem 21-Jährigen im Tor der Düsseldorfer Fortuna. Sebert, der Libero des SV Waldhof, der 37-Jährige, einmal mehr bester Mann seines Teams. Halbzeitstand im Übrigen 0:0. Die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit für die jetzt druckvoller angreifenden Waldhöfer. Aber die Abwehrfehler beim SV Waldhof, sie waren immer noch vorhanden. Hasse Holmquist, nicht zu stoppen. Zionanis gibt ihm den Ball maßgerecht wieder auf den linken Fuß. Und dann steht es 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Gespielt 52 Minuten. Noch einmal dieser Treffer, vorbereitet vom Mann mit der Nummer 4 des SV Waldhof, von Zionanis. Nicht unverdient die Führung zu diesem Zeitpunkt für Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft weiterhin absolut gleichwertig. Aber Waldhof jetzt natürlich mit allen Mann angreifen. Wieder Fritz Walters Chance. Die 8000 im Südweststadion, sie konnten sich nicht beruhigen, ob der Unfähigkeit der Mannheimer Angriffsversuche. Querlatte. Diese Bilder ungekürzt etwa nach einer Stunde Spielzeit. Im Gegenzug Fortuna Düsseldorf mit Bockenfeld. Ja, und auch hier hatte der SV Waldhof wieder großes Glück, dass nicht das 2:0 für die Düsseldorfer gefallen ist. Die Partie jetzt etwas lebhafter, abwechslungsreich, Torchancen auf beiden Seiten. Dennoch von großer Klasse konnte auch jetzt keine Rede sein. Waldhof hielt oft den Ball zu lange, brauchte zu viele Stationen. Hier Remmer, 1:1. Thomas Remmer, der Goalgetter des SV Waldhof, erlöste seine Fans. Gespielt 65 Minuten. Keine Abwehrmöglichkeit
für den guten Jörg Schmadtke. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt hätte Fortuna wieder in Führung gehen können. Thiele. Zimmermann. In den letzten 20 Minuten dann der SV Waldhof, die dominierende Mannschaft. Mit der 12 sehen wir Bührer. Er kam in der 46. Minute für den angeschlagenen Scholz. Bekommt hier den Ball von Schön erneut zugespielt. Und dann ist wieder Remark da. 2:1 führt der SV Waldhof in der 72. Minute. Und das war dann auch der Siegestreffer für die Gastgeber. Über eine lange gleichwertige, aber letztendlich heute ihrem Namen keine Ehre machende Fortuna. Wir sehen hier noch einmal den Einsatz von Schön. Nicht ganz regelrecht gegen Fach, so meine ich, die Vorarbeit von Bührer zu diesem Siegestreffer. Das Glück, wie gesagt, es stand heute nicht auf der Seite von Fortuna Düsseldorf.